Im Schwerpunkt Gehirn und Verhalten der Universität Graz werden neue Technologien der Gehirnforschung mit behavioralen Mess- und Beobachtungsverfahren kombiniert. Am Institut für Psychologie erforscht eine Arbeitsgruppe, wie sich über Neurofeedback die eigene Gehirnaktivität kontrollieren lässt. Dabei werden Gehirnströme am Computer ausgewertet und am Bildschirm dargestellt. Mit dieser Rückmeldung können kognitive Fähigkeiten trainiert werden, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder bei Kindern mit ADHS. Einen weiteren Fokus bildet die Frage, wie sich Menschen räumlich zurechtfinden. In einer 3D-Virtual-Reality-Umgebung lässt sich die Orientierungsfähigkeit erforschen und verbessern. Was bei Desorientierung in Psyche und Körper vorgeht, untersucht die Psychologie auch mit einem Flugsimulator, der vom Institut für Mechanik der TU Graz zur Verfügung gestellt wird. Übungen im Simulator machen Sinnestäuschungen realitätsnah erfahrbar. Dabei werden Herzfrequenz, Hirnströme und Augenbewegungen gemessen. Auch ein spezielles Desorientierungstraining wurde entwickelt, um die Selbstwahrnehmung zu schärfen und das richtige Verhalten im Ernstfall zu üben. Spinnen lösen häufig Ekel und Panik aus. Ein Team der klinischen Psychologie interessiert sich für die Vorgänge im Gehirn bei Phobien. Modernste technische Voraussetzungen schafft der 3-Tesla-Magnetresonanz-Tomograph, der im Rahmen der interuniversitären Forschungsinitiative BioTechMed an der TU Graz aufgestellt wurde. Bildgebende Verfahren ermöglichen es, die Gehirnaktivität zu messen und Veränderungen nach einer erfolgreichen Therapie zu erkennen. Mit neurobiologischen Zusammenhängen zwischen Gehirn und Verhalten befasst sich auch die Zoologie. Erforscht werden die Nervenzellen von Insekten, um deren Funktionen besser zu verstehen. Ein Mikrocomputertomograph eröffnet unter anderem Einsichten in die Anatomie und Biophysik der Gehörorgane, die das Verhalten entscheidend beeinflussen. Der Schwerpunkt Gehirn und Verhalten stärkt die Kooperation von Karl-Franzens-Universität, Medizinischer Universität und TU Graz, um gemeinsam Spitzenforschung voranzutreiben.